Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute schauen wir uns den ersten Teaser an, ein kleiner Teaser zu dem Kartoffelsalat 3/4. Ich muss beschämend hier erstmal verkünden, ich habe den ersten nicht gesehen und wusste bis vor kurzer Zeit nicht, dass es einen zweiten Teil gab. I am sorry. Auf jeden Fall haben wir jetzt den dritten Teil. Ich werde mir auf jeden Fall die ersten beiden nochmal ansehen. Ich habe überlegt, es wäre richtig nice, wenn so eine Reaction möglich wäre auf einen ganzen Film. Aber ich glaube, das geht nicht. Klar so, ich habe leider keinen Kontakt zu Torge. Aber wenn es irgendwie geht, ich versuche mal irgendwie in Kontakt zu treten. Wie cool wäre das, wenn wir zusammen einfach Kartoffelsalat 1 gucken könnten oder so. Als Vorbereitung für Kartoffelsalat 3. Ich bin gespannt, Leute, ja. Hier sind coole Leute mit dabei, die da mitspielen. Ein paar Leute, die ich auch privat kenne. Also das heißt privat, persönlich kenne. Und Knossi ist mit dabei, was ich so cool finde. Knossi ist gerade der YouTuber, Streamer, den ich am meisten gucke, den ich am liebsten gucke. Und Knossi hat mit eine der Hauptrollen da drin. Und ich freue mich sehr darauf reinzusehen, Freunde. Wir schauen zusammen rein. Link zum Original in der Beschreibung. Lasst da nochmal ein bisschen Support und Liebe da. Und dann Kartoffelsalat 3, das Musical. Let's go. Oh, hallo. Let's go. Wer weiß, gibt schlechte Nachrichten. Oh, warte. War da schon jemand, den ich kenne? Nachrichten. War das Simon Will denn schon? Ey. Wer weiß, gibt schlecht. Tatsächlich, Simon Will. Und, ach, den kennt man auch. Der war im Dschungelcamp. Der Typ war im Dschungelcamp. Ich weiß nicht, wer es ist, aber den kennt man. Und Simon, Alter, mit den schwarzen Haaren und dem Bart, Alter. Die Nachrichten. Wenn wir auf Joyce. Uns aufmerksam machen wollen, dann müssen wir diese Schule wieder attraktiver machen. Dylan, wir brauchen TC. Eine gute Idee, Leute. Ehrlich gesagt hätte ich ein Musical vorgeschlagen. Ey, ich hab Bock, Leute, ich hab Bock irgendwie. Mega! Sie können nicht einfach alles annehmen. Sie müssen auch mal schimpfen. Entschuldigung, Raus. Bin ich zu spät? Das, was du in Knossi einfach. Richtig gut. Das sind die Schmetterlinge, du. Und das, was du in deinem Arsch fühlst, ist gleich die Spitze von meinem linken Schuh. Oh, ey, so viele bekannte Gesichter. Das ist so schön. Ich könnte das. Knossi mit der Krone sogar. Mit der Krone. Er hat die Krone reingeschmuggelt, Leute. Dafür gibt's ein Like. Spätestens dafür, für Jens Knossaller. Da lasse ich ein Like da. Let's go, Leute. Wir schauen die letzten Sekunden noch an. Oh, wie schön, ey. Krass, so viele Leute mit dabei, wo ich gar nicht wusste, dass sie da mit dabei sind. Heftig. Leute. Wie cool ist das denn? Seid mal ehrlich, oder? Seid ganz ehrlich. Seid mal ganz ehrlich, Leute. Das war schon cool, irgendwie, oder? Das ist halt so ein. Freunde, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit, ja? Das ist so ein riesiges YouTuber-Klassentreffen, irgendwie, oder nicht? So viele Leute. Dann noch Jasmin Wagner dabei. Wie heißt sie? Boah, wie heißt sie? Karin? Karin? Auf jeden Fall Walter, Leute. Walter, alle. Jeder weiß, wer Walter ist, ja? Die Lochis sind am Start. So viele Leute, Alter. Menderes. Krass, Mann. Ich muss sagen, ich freue mich echt ein bisschen drauf, ja. Ich freue mich echt ein bisschen drauf. Ich werde auf jeden Fall die ersten beiden Kartoffelsalat-Filme sehen, nochmal, bevor ich, also was heißt das nochmal, das erste Mal, bevor ich ins Kino gehen werde dafür tatsächlich, wenn der offiziell im Kino rauskommt. Ja, in die Kinos, okay, der hat einen offiziellen deutschlandweiten und deutschlandschweißen österreichweiten Kino-Release, das ist cool. Ich bin sehr gespannt, ich werde auf jeden Fall reinschauen, Leute. Lasst mal eure Meinung dazu da. Ich weiß, es ist ein bisschen Trash und Comedy, aber so soll es ja auch sein. Es soll ja auch so ein trashiger Film sein, wo man einfach eine gute Zeit drin haben kann. Und das mit dir auch haben, Leute, ja. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und ciao.